Dass ich mich in der Mietenpolitik engagiere, hat ganz viel mit Kreuzberg zu tun. Ich habe hier jahrelang gelebt und gesehen, was hier passiert. Da werden ganze Häuserzüge von Hedgefonds aufgekauft. Das Haus, in dem ich selbst gewohnt habe, ist innerhalb von 3 Jahren an 5 verschiedene Vermieter weiterversteigert worden. Die Leute bekommen Änderungskündigungen, Modernisierungskündigungen. Also es wird entmietet, die Leute werden rausgeschmissen und hier passiert ganz viel. Was hier aber auch passiert, ist, dass sich Mieterinnen und Mieter zur Wehr setzen. Auch da hat Kreuzberg ja eine gute Tradition. Und ich finde das gut, dass hier gekämpft wird und dass das ein oder andere Haus gerettet werden kann. Und daran sollten wir weiter anknüpfen. Dieser Mietenwahnsinn muss endlich gestoppt werden. Mieterinnen und Mieter organisieren sich und leisten Widerstand. Das unterstützen wir als Linke. Auf der Straße und im Parlament. Wir streiten für mehr sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau, für eine echte Mietpreisbremse und dafür, dass Mieterinnen und Mieter endlich geschützt werden.